Jumbofilm zeigt Urlaub 1969 in Peru. Von Lima aus fahren wir über den Ticlio-Pass, Oroya, durch zauberhaft und gefährliche Schluchten und weiter über Oxapampa nach Pozuzo. Für uns in Europa unbekannt sind Spitzkehren bei Bahn und Straße. Am Ende der Straße wird die Ware auf Mulis umgeladen und wir haben noch kurz Gelegenheit, etwas zu essen. Tirol, 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 du bist mein Heimatland, bei dir wäre Berg und Dorf. Über einen schmalen Dschungelpfad, morsche Brücken und einen lehmigen Weg geht es zu Fuß weiter ins Tiroler Dorf Pozuzo. Zweieinhalb Stunden Fußmarsch taucht das erste Haus auf und man würde wirklich glauben, in Tirol zu sein, gäbe es die tropische Vegetation nicht. Über die Kaiser-Wilhelm-Brücke gelangen wir ins Zentrum von Pozuzo. Scheu schauen uns die Kinder an, Touristen gibt es hier nur selten, im Jahr kaum mehr als ein Dutzend. Von einem höher gelegenen Platz aus machen wir einen Rundblick über Pozuzo. Pozuzo sollte von 200 Tirolern und 100 Rheinländern besiedelt werden. Von den 300 Siedlern des Jahres 1857 erreichte nach zweijähriger Wanderung nur etwa 170 das Tal Pozuzo. Das Tirolertum hat sich wesentlich stärker durchgesetzt als die rheinländischen Eigenheiten. Malerisch sind die schindelgedeckten Häuser. Zur Erinnerung an den Gründer, Arzt und Pfarrer wurde dieses einzige Denkmal von Pozuzo gebaut. Pfarrer Josef Eck wirkte von 1857 bis 1905. Das Lied Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland könnte man fast als Hymne der Pozuziner bezeichnen. Bei einem Besuch bei der Familie Gstier können wir die Verarbeitung des Zuckerrohres sehen.
tätigsten sein. Neben der alten Tischlerei steht die vom österreichischen Entwicklungshelfer erbaute neue Werkstatt. Dank der großzügigen Unterstützung der Eisenerzer. Hier sehen wir den Privatzoo des Pfarrers. Jetzt wollen wir uns etwas den Kindern der Schule und des Internats zuwenden. Die teilweise Vermischung der Tiroler mit den Indios und Spaniern ist nicht zu übersehen. Beim Strickziehen werden die Buben von den Mädchen angefeuert. Das Bockspringen verleitet alle zum lustigen Lachen. Mädchen zeigen ihre Künste im Volleyballspielen. Viele Kinder sprechen kaum noch Deutsch. Lieder Franz Schuberts werden sowohl in Deutsch als auch in Spanisch gesungen. Verlassen die fröhliche Kinderschar, um Herrn Augustin Eck, den vielleicht nächsten Bürgermeister, zu besuchen. Auch Probleme von Possusse, wäre also etwas den Landbau
eine mehr technische Sachen einführen. Also mehr Maschinen. Maschinen und dann wird der Landbau, also der Eingang, also wäre viel besser. Dann mit der Zeit dann die Straße, dann ist die Produkte also billiger abgeführt könnten werden. Und also die Produkte, also die Tiere, der Mais und der Kaffee. Der Kaffee. Wird Mais auch ausgeführt? Ja. Und Reis? Mais, Reis, Kaffee. Dann das Vieh. Mhm. Das sind fast also momentan Schweine auch, aber sehr wenig Schweine. Bei unserer Rückkehr bekommt der Tischler gerade seine Holzlieferung. Wir verlassen Bususo wieder. Am Beginn der Straße wird das Gepäck vom Muli abgeladen. Wir kommen wieder durch La Oroya durch, am höchsten Bahnübergang, 4818 Meter, hält der Autobus für uns an. Die Luft ist hier merklich dünn.